Jawohl, hallo liebe User-Gemeinde und Zocker-Gemeinde, willkommen zurück beim Spawn 705. Heute wieder im Multiplayer-Modus und diesmal nur bloß mit mir und mit Melandion 01. Hi. Ja, wir spielen Hirschfelder. Der Server steht doch ganz mit Nein. Irre. Jo. Was falsch, ja? Den aufmachen wir, wollen den suchen. So. Also, ich habe diesmal zwei Missionen am Laufen. Und zwar immer noch das mit den Rothirschen mit jeweils 200 Kilo. Nein, ist ein Dreieck sogar. Also, männlicher Rothirsch mit mindestens 200 Kilo erlegen. Dann, dreimal Rotfüchse. Und, ich glaube, es war eins oder zwei. Nein, es war einmal ein Wildschwein von mindestens 800 Kilo. Und einem Score von 200. Ja, schauen wir mal, ob das uns gelingt. So, das habe ich dabei, das habe ich auch dabei. Preist. Mehr brauche ich nicht. Baumsitz, soll ich den mitnehmen? Ja, ich nehme den Baumsitz mit. So, da ist auch unser kleiner Indianer hier. Ja, das dauert noch. So, ziehen wir mal die Waffe durch. Was nimmst du mit an Kornern? Ich nehme meine neue Anschütz mit, die 9x67 und meine Armbrust wegen Rotfuchs. Color habe ich gesagt. Ach so, Color. An Colors habe ich einmal Roter, Schwein, Reh und ach, wie heißt er hier? Jagd. Das ist alles dabei. Ja, dabei. Kannst auch trotzdem das Zeug mitnehmen, was du brauchst. Was du da so hast. Was ich habe, nicht was ich brauche. Ja, was du hast. So, erste Station. Ich sage jetzt einfach mal Pi mal Daumen und unten in den Feldern. Da werden wir als erstes hinlaufen. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ja, mal schauen, wie lange so ein Part gehen wird. Wir haben es jetzt 17:56 in Realtime. Dolby ist was Geiles. Man hört überall dieses Nachgelade. User left your channel. User left your channel. Das war der Sunny. Unser Server-Admin für Minecraft. Allgemein Server-Admin. Jo. Tja, und dann halt noch was an euch, lieber YouTube-User. Und zwar, wenn ihr natürlich mal mit uns jagen wollt und ihr habt vielleicht auch Interesse an unserem Clan, habt ihr an der Seite einen Link. Da geht da auf der Seite drauf. Da könnt ihr euch ein bisschen erkundigen. Und wenn ihr natürlich mit Interesse habt, habt ihr natürlich auch im Impressum einen Link wegen E-Mail schreiben. Schreibt da einfach eine E-Mail rein und dann schauen wir mal. Und da haben wir schon wieder einen weiblichen Rothirsch. Mann, das geht aber fix. Gerade mal 2 Minuten gespielt. Ja, das sind gleich mal 2 Stück. Gerade mal 1 bis 2 Minuten gespielt und fängt er schon mal richtig gut an. Na, was denkst du denn an dir? Synchron schießen? Wenn's klappt. Schauen wir mal. So, am besten gehen wir mal hier einfach mal in der Hocke. Am besten ein bisschen links, rechts oder auf meine 6? 6. Auf meine 6. Auf der 6. Müssen wir mal hoffen, dass diesmal nicht wieder so ein Spielabbruch vom Server kommt. Das wäre nämlich echt bescheiden. Letzten Mal gehabt. Was war das?
Hast du einen Apfel gegessen oder was? Nein. Fuck. Ich hab das in Ohr frei gemacht. Ein Ohr. Das habe ich dauerhaft. So, mal gucken. Irgendwie müssen die hier gewesen sind. Leider nicht wirklich gute Sicht. Ja, irgendwo sein. Bleiben einfach mal stehen, beobachten wir kurz die Lage. Ja, so sieht gut aus. So, nehmen wir mal das hübsche Fernglas. Ich finde das Ding toll. Hätte ich mir als erstes holen sollen. Ja, ist ein Blatt. Haben wir nicht wirklich gute Einsicht, wenn wir nur wüssten, wo sie jetzt lang gelaufen sind. Ja, eigentlich waren sie ja, glaube ich, hier gewesen. Doch einfach mal. Hm? Was sagst du? Ruf doch einfach mal. Fenster? Oh, Schweine haben Antworten, die Viecher auch noch. Oh mein Gott, das klang da. Genau vor uns. Genau vor uns. Da kommt dort hinten den Hügel hoch. Rechts von uns dort. Wo ich jetzt hingucke. Da ist er schon. Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Den noch nicht immer. Den nehme ich. Liegt. Alter, das war nah. So, mal schauen, ob wir die Mission erfüllt haben. Sagt mindestens 200 Kilo. Danach kann dann der Elandia sein Glück versuchen. Hast du auch welche Mission angenommen? Machst das übers Handy. Das geht auch noch. Will ich nicht. Na gut. GM sind GM. Aha. Jo, schickes Ding, du. Schickes Ding. Das kann sie sehen lassen. Mach erstmal Fähigkeiten. Ja. Also, wir haben ein Gewicht. Wir haben Glück. 204 Kilo mit 0,3. Erhaltungszustand natürlich 100%. Ein Score von 200. Und Treffer linke Lunge, rechte Lunge, Leber. Das Ding ging so. Jo. Ihr seht es ja selbst. Das ist ein Bit und wir haben Mission. Prime Cards complete. Sehr schönes Ding. Tun wir das noch ein bisschen richten. Ah, ich glaube, ich muss meine Figur noch ein bisschen drehen. Moment. Nicht nach hinten. So. Schönes Ding. Du müsstest ein kleines Mühe nach rechts. Perfekt. Die sieht man gar nicht im Gestrüpp. Da ist ein Indianer-Outfit. Jo. Den kann auch ein Wildschwein in der Distanz von dem Baum hier hinten. Meinst du? Mir vorbei rennen, ohne dass es. Ich war hier. Bei der letzten Jagd, da sehen wir Wildschwein. Ja. Hier bei dem Baum. Ja.
Schön Schuss gesetzt, ja. Ist doch super. Klack. Mal reingeguckt? Nee, noch nicht. Weil ich sag, der Server, bis er die Seite funktioniert, nicht wirklich richtig. Oh, die Gänse gehen mir auf die Eierreihe. Hat nichts zur Gänsejagd. Gut, laufen wir weiter Richtung Punkt. Schichtung. Mein Frauchen sitzt so neben mir und guckt mir zu. Könnt ihr mir eine klatschen? Warum auch immer. Ich liegt an der Kamera. So, oh, schönes Feld. Wir gehen mal in der Hocke. Das sind echt? Nein, aber vielleicht sehen wir ja was von hier oben gut. Schön, dass du diesen Baum hier hinkommst. So, gucken wir uns doch mal die Gegend an. Was haben wir? Was sehen wir vielleicht? Kannst du was entdecken? Bis auf Möwen. Sie wird der Sniper gegen dir. Bleib ruhig stehen. Ist nicht. Sicher? Soll ich mal einen Ruf machen? Von der Gegend. Ah? Männlich. Ah, oh, da stehen die Bäume. Da klingt gut. Gucken. Wollte ich einfach mal sagen, wir legen uns hier hin und beobachten mal, wie der Landtier sein Rothirsch erlegen tut. Du wirst es schon schaffen. Gucken, ob es wo ist. Von wo er kommt. Also von hier bis zur Straße sind 55. Okay. Bis zum ersten kleinen Hügel sind es 106. Was sagst du? Nicht. Okay. Scheiß Baum. Ja, Sophie, enttarn dich nicht. Die Stelle sieht gut aus. Die Stelle hier unten, wo ich jetzt gerade bin, sieht gut aus. So ein wunderbarer Einblick. Ah, ich sehe. Wo? Ganz weit hinten. Ganz weit hinten, sagt er. Ist der Richtung, okay. Komm noch ein Stückchen ran. Sehe nicht. Ja, das ist nicht im Bild. Das sieht aus wie ein ziemlicher Brocken. Ist das auf Felder oder Baumgruppen oder? Hinten bei der Baumgruppe. Ah, da ist er. Also kann ich gleich sagen, was das Gewicht ist.
Gewicht 160 bis 210. Rothirsch männlich. Sag, bist du sicher, dass du nicht haben willst? Ich hab meine Mission erfüllt. Versuch dein Glück, ich guck dir zu. Meinst du welchen Kreuz? Weit ist das, weißt du? Sind 86 Mitte. 86 Mitte, versuchst du so ein bisschen rechts von dem im Hals Körper Mitte reinzuschießen. 60. Ja, das sieht doch schon besser aus. Komm. Den hast du geschliffen. Beobachten weiter. Er liegt. Der gute Herr liegt. Ich markiere ihn dir. Das ist auf der anderen Mate. Bist du so schüchtern? Sorry, Leute. Ja, das Let's Play war leider nicht wirklich abgesprochen, gerade mit meinem Frauchen. Passiert. Na siehst du, haben wir doch schon mal alle bei den Abschuss. Kannst du dich noch sehen lassen. Jetzt bloß auf den Sack, dass ich einen zweiten Schuss ansetzen musste noch. Ja. Boah, Afghanis. Der erste Schuss war schon alleine. Jawohl, hallo liebe User-Gemeinde und Hawker-Gemeinde, zurück beim Spawn 705. Leider gab es wieder mal technische Probleme mit meiner Festplatte. Ja, wir spielen halt immer noch mit dem Elandia 01, der auch jetzt schon, ja, begrüßt nochmal. Ja, ja, er hat auf jeden Fall einen Abschuss. Und das war ein männlicher Rothirsch gewesen. Ich habe auch schon einen Rothirsch erlegt, konnte die Mission abschließen mit den 200 Kilo. Und ja, wir versuchen es weiter. Kannst du? Na schauen. Oder ist das bloß wieder so ein Baumbuschstein? Ne, ist Baumbusch. So, also, wir haben drei Missionen. Nein, hier sind es noch zwei Missionen am Laufen. Und zwar drei Rotfixer. Ein Wildschwein mit einem Kilo Gewicht von 800 mit einem Handwurf von 200 zu erlegen. Ja, schauen wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. Wir laufen jetzt noch dorthin, wo die Hügel ist, dort bei den drei Bäumen. Wir laufen jetzt dorthin, wo die drei Bäume jetzt sind, genau gerade uns, vor uns dort. Und da wird es dann einmal nach Rotfuchs kallern, mal gucken, ob da was kommt. Aber bei Rotfüchsen muss man ziemlich schnell sein. Drin ist sogar ein Hochsitz. Wäre eine Überlegung wert, wa? Ich kann mich auch hier in den Baum reinsetzen. Ja, da müssen wir wirklich schon still sitzen bleiben. Weil die Rotfüchse haben einen ziemlich guten Geruch und. Damit. Sehen mich, sehen Sie mich.
riechen und sehen gut. Also wenn es passiert, dass du dann einen fahren lässt, dann was aus. Sehen für die Höhe passt das schon. Riechen dafür ist ja mein meine Klamotten ja ganz optimal. Gut. Ja, bei den Rotfüchsen ist das Ding, dass die halt genauso angerannt kommen wie die Kojoten auf Lodger's Point. Also man muss da ziemlich schnell sein. Ich konnte bis jetzt einen erlegen. Den zweiten, den ich angeschossen habe, habe ich leider nicht gefunden. Das hat, ja, was heißt nicht gefunden? Konnte leider nicht, weil Sehunter gegen 0:45 heute gemacht hatte. Das war das Problem. Ich kann nicht wissen, wann Manu ins Bett gegangen ist. Bist du denn später nach Hause gefahren oder hast du übernachtet? Übernachtet. Behalte okay. Mal hier dieses Feld im Augenblick, ich gehe mal hier rüber zu dem anderen Feld. Nicht, dass da mir uns hier brennt. Ich mach's ein bisschen größer. Nur ein bisschen. Um 7 ist er erst ins Bett gegangen. Oh, verrückter Junge. Anu. Ah, verrückter Junge, der. Komm ja auch genauso. Wir haben es jetzt 8:57 im Spiel, wir bleiben mal bis 9:59. Wenn du willst, kannst du auch ein bisschen auf die Pirsch gehen. Was hast du jetzt eigentlich alles in Carlos bei dir? Ich habe Rot und Reh. Sehr schön. Also Rothirsch und Reh. Kannst du auch jagen gehen? Die besten Stellen sind eigentlich hier so. Ich muss mal kurz einzeichnen, was die Rothirsche angeht. Laut Seehunter Wiki. Dieses Feld zum Beispiel ist alles dunkelrot. Und die meisten Tiere ziehen so lang. Das geht nochmal dazu. Es scheint mögen die Füchse heute nicht lang zu laufen. Also hier gibt es keine Füchse. Hier gibt es Rotfüchse. Ja, aber nicht hier an der Stelle gerade. Nee, nicht hier an der Stelle. Gut, wir laufen weiter runter. Hier. Sag jetzt einfach mal, dass wir einen Pi mal Daumen. Ja, wir laufen da mal zu den Gewässern noch hoch, mal gucken. Vielleicht finden wir da was. Oh. Also wir haben es jetzt 9 Uhr und nach meinem Wissen nach ist von 9 bis 11 Trickzeit bei den Rothirschen. Vielleicht haben wir ja Glück.
sagen, die Rehe, die bewegen sich auch recht schnell. Da gebe ich dir recht. Nein, nicht schnell genug, aber. Er sagt, bei den Rehen ist es so, wenn du die Kallern tust, dreimal hintereinander weg. Nicht unbedingt. Das ist jetzt bei mir schon. Oh. Habe ich meistens überhaupt keine Antwort gekriegt. Na dann. Bleibst du hier an dem Baum stehen? So, mal gucken. Soll ich mich nach oben verschanzen? Auf den Jagdsitz wäre gut, ja. Den Hochsitzen denken, ja. Oder ist dafür permanente Gebrauchsgegenstände platzieren? Dreck. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist nicht einfach so. Gut, ich kann. Komm nicht hoch. Wenn nur du das sagst. Yep. Nimmst den Hochsitz in rechts von uns. Also hinter dir. Was? Hinter dir der oder was? Ja, der Hochsitz dort. Ich weiß das gar nicht. Nicht, dass der uns sieht oder so, ich habe keine Ahnung. Wir sehen. Egal. Sehen nämlich dann gar nicht. Diese Gänse gehen mir so auf den Sack, ey. Meter von mir entfernt bist du. Scheiße warm, ey. Bis jetzt sehe ich ihn nicht. Oh, schau was. Da kommt er. Da kommt er. Ja, ich sehe. Noch ein bisschen näher, genau. Na dann, Feuer frei. Verdammt. Der ging daneben. Komm, lade schneller, los. Ach, den krieg ich nicht mehr. Naja. Verdammte Axt. Kann ja nochmal versuchen, nochmal zu kallern, aber ich glaub's nicht. Ja, nee, der ist weg. Probier's, aber ich glaub's auch nicht. Marsch gerade.
Vielleicht sind ja noch andere Füchse in der Nähe. Das waren 5 cm, die ich vorbeigeschossen habe. Gesundheit. Elandio. Ja, das Rascheln muss nicht unbedingt ein Hatschi sein. Du isst ja nicht schon wieder Chips, oder? Denk an deine Figur. Hm? Denk an deine Figur. Ja. Brauche ich nicht dran zu denken. Scheiß, wieso drauf war. Guck ich in den Spiegel und sehe schon meine Fassrolle. Nee, ich glaube, der ist wohl. Ja, der ist weg. Ja, ja, hätte ich die 243er hätte ich ihn erledigen können. Oh, ich habe einen Bogen bei mir. Ja. Naja. Wollen wir mal probieren? Nee, wir machen weiter. Ich warte auf dich. Ich habe einmal einen Recaller verwendet. Ach so? Mal sehen, vielleicht antwortet ja eins. Werden wir sehen. Ich warte auf dich. Hey, ich muss eigentlich zu dir hochkommen. Der Punkt ist ja da oben. Ich meine, ich hätte ja mit meiner 308er Anschütz drauf halten können, aber... Der wäre das Tier nicht mehr ein Tier, das wäre den Ragu. Ja, ein Ragu-Fuchs. So ziemlich. Auf die Distanz komme ich mit dem Bogen eh nicht klar. Das Traurige ist aber, dass ich gerade mal 5 Meter vor mir, wenn überhaupt. Ja, hätte es eigentlich direkt drauf ballern können. Hab ich ja auch gemacht, aber das Problem hier, das Tier war ja im Bewegen. Anfängerfehler. Vorhaltepunkte. Na, die Vorhaltepunkte kapiere ich heute noch nicht. Ich habe ja auch 3 Pins. Ich habe ja kein Pin hier drin. Nee, du hast bloß so einen Querstrich da. Ja, Rotpunkt, mehr habe ich nicht. Rothirsch. Was für einer, keine Ahnung. Rothirsch ziehend. Mhm. Wollen wir es verfolgen? Mhm. Oh, immer dabei sind. Das muss ich noch ein bisschen trainieren. Rotfuchs. Direkt vor uns voraus. Hm? Direkt vor uns voraus. Na dann. Machst du den Rothirsch? Ich schnapp mir den Hirsch. Gut. Weil bis auf den Bogen habe ich mit dem Fuchs ja eh nicht. Du hast
ja auch die 243 bei dir. Geht. Nein, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Verbindung zum Spielserver verloren. C-Hunter, bitte. Macht was. Läuft's bei dir noch? Ja, es läuft, ich sehe. Gut. Noch einmal. Was warst du jetzt hier? Ja. Dann habe ich das auch in die Richtung hier gesprintet, wie du guckst. Nee, Fuchs. Ja? Da kriecht was. Ja, ich. Genau, ein Elandio. Ich höre was. Nichts. Otters flüchtend. Könnte vielleicht sein, dass der Fuchs hinter ihr her ist. Nein, ich denke mal, der Fuchs, der hat dich gesehen. Bei mir ist gerade alles eingefroren. Bei mir läuft's noch. Du bist verschwunden. Getrennt. An error code. The game has crashed. We'll investigate. Kannst ja mal versuchen, nochmal reinzukommen. Später. Okay. Ich bin erstmal für Familie weg. Okay. Tja, liebe User-Gemeinde und Zocker-Gemeinde, bei Sehandra ist es immer noch nicht besser geworden. Das ist zum Kotzen. Statt hier irgendwelches Zeugs reinzuknallen, sollen sie mal lieber ihren Server fixen. Das wäre viel besser. Meine Meinung. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal den Baum und machen uns wieder auf unseren Baum zu. Versuchen einfach mal den Brotfix zu kriegen.
anzuziehen, zu colorn. Oh, das ist wieder so beschissen weiter oben. Der ist gut. Den nehmen wir. Warum nicht so weit oben? Ganz einfach. Ich muss ja was auf dem Boden sehen, ne? Gut, versuchen wir es einfach mal. Vielleicht haben wir Glück. Wir brauchen 3 Stück. Warum die Mission? 3 Rotfüchse. Und zwar bringt mir diese Mission 800 GM. Wo ich damit mir wieder mehr Munition kaufen kann oder Verbrauchsgüter. Spart echt Geld. Verzeihung. Ich weiß nicht, warum ich bloß hier den Ton hier habe. Ich muss mal noch die andere Box nachher schieben. Na, das hört sich nämlich schon besser an. So, 2 Spielminuten bleiben jetzt noch hier, also bis 9:39 Uhr. Tja, und dann hat noch eine andere Frage an euch, User-Gemeinde und Zoll-Gemeinde. Was wollt ihr mehr sehen hier auf dem Map? Wie wir eher mehr Gänse schießen oder eher große Tiere? Das würde mich mal interessieren. Und jo, schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, das würde mich riesig freuen. Damit ich auch selbst mal weiß, wem interessiert es zum Beispiel. Weil Aufrufe sind ja da von YouTube von meinen Videos. Das ist schön, das freut mich auch. Aber halt nicht dieser Daumen nach oben. Gut, anscheinend kommt hier nichts. Wir laufen weiter. Auf unserem Punkt weiter danach.
Hier laufen mal diese Spuren. Ja, ja, ja. Da ist er. Schnell fix auf den Baum. Sehr schön. Den nehmen wir. Fix hoch. Und kallern. Irgendwo da aus der Richtung. Ich habe so das Gefühl, dass der hier ziemlich in der Nähe ist. Oder hat er mich etwa gehört? Nein. Da kommt aus der Richtung jetzt. Der andere war ungefähr dort gewesen.
Aus der Richtung. Jetzt haben wir einen zweiten. Mal gucken. Verbindung zum Spielserver verloren. Komm schon. Das ist zum Kotzen. So ein Blatt. Gut. Ich glaube, mit diesem Rotfuchs wird es nichts. Ist einfach mal okay. Wir laufen weiter. Schön wäre es gewesen. Okay. Da kommt er schon. Ich muss so behaupten, dass ich Schwein gehabt. Oh, von wo kommt er? Irgendwo in dem Baum. Ich höre zwei. Drei. Mal ein. Wir warten. Damit den zweiten. Weiblich. Scheiße.
drei Rotfixe. Ich hätte zuschlagen sollen, wo ich die Chance hätte. Oder hatte, besser gesagt. Kein Geruchsreduzierer drin. Hm. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, das hat natürlich einen Nachteil, wenn man Ansitzjagd machen tut, ne? Bei Rehen und Hirschen tut's ja gehen. Weil die meisten ja alle nach unten gucken. Aber bei den Tieren, die halt einen ziemlich guten Geruchssinn haben. User joined your channel. Füchse oder ah, alle wieder wach. Beispiel, da ist das natürlich ein bisschen anders. Und was? Da ist ein Bommel reingekommen. So. Im Let's Play sogar. Gut, lieber User-Gemeinde, dann laufen wir einfach mal weiter. Mal gucken, ob wir was anderes jetzt finden. So, wieder da. Mhm. Bombe ist auch wieder da. In der Aufnahme. Und wo steckst du gerade? Ich bin gerade unterwegs zu dem einen See. Nähe von der Hütte, wo wir gestartet sind. Der Doppelsee an der Hütte oder was? Ja, genau. So, das Blöde ist gewesen, ich hatte drei Rotfüchse um mir rundherum gehabt. Hm. Bei den einen hätte ich zuschlagen müssen, weil der andere, der hat mich gesehen und naja, somit sind sie alle drei weggerannt. Ja. Elan hier verbunden. So, dann gucken wir mal ins Inventar. Ich nehme den dämlichen Bogen raus. Dann nimmst du die 243er rein, da kriegst du die Rotfüchse. Ja, bin gerade dabei. Kann ich auch überlegen, ob ich auch mal schnell fix zum Heuschnien switche und die 243er mitnehme. Bin ich gerade echt am überlegen. Rotfisch ziehen. So, Scopes. Hier 432, 220, dann nehme ich das. Oh, nee. Ah, okay. Hast die Mission angenommen? Stelle, die wir hier gerade haben. Wunderbarer Blick auf die Wiese. Ich glaube, da steht auch was. Nein, ist mal krass halt. Uhr 10. Was? Aktuell. 10 Uhr 11.
Etwas vom See entfernt. Bloß 345 Meter bis entfernt. Ja, ich weiß. Du, ich renn, weil irgendwo in der Nähe ist hier ein Rothirsch. Was ist in der Nähe? Rothirsch. Hirsch? Also ein normales Laufen. Ich habe auch keine Ahnung, von wo der Rothirsch kommt. Ich habe die Wellen nicht gesehen. Du hast ihn gehört. Dann röhre ich mal. Ein Reh. Na dann, bald mal ein Seil. Hol das, was du kriegen kannst. Oder es holt dich. Axten schon wieder, Bommel. PDA. Aha. Keine Ahnung, wo der Rothirsch ist. Scheiß Blättergerasche. Denke ich mal, sind wir irgendwelche Tiere in der Nähe. Aber du verdammtes, vermaledeites Reh, wo bist du? Kann doch nicht sein! Liebe User-Gemeinde und Zocker-Gemeinde, ich werde hier an der Stelle mal einen ganz kurzen Cut machen und ja, melde mich dann später wieder. Bis denn!
Liebe User Gemeinde. Weiter. So, mal gucken. Elandia, 0 Abschüsse. Ja, ich sag doch. Ich war zu stürmisch. Aber ich verfolge gerade ein Rothier. Der Rothirsch. Oder Rotwuchs. Was hier auf der Straße lang getrabt, das Vieh. Getrabt nicht, aber. Oh, ein Reh. Weiblich. Ist bei dir in der Nähe. Denke ich mal. Ja, wie gesagt, er ist hier auf der Straße lang gezogen. Bis jetzt. Ich habe noch keinen Kreis, der durchgehend ist. Jedes Mal die Verbindung zum Spielserver verloren, ey. Ich krieg so Erhalt. Gut. Ich sag einfach mal, wir probieren's. Nehmen wir mal an, wo wird ziemlich alt sein. Das ist ein Rothirsch. Neue Spur. Ah, jetzt ist er weg, schade. Ah, da kann ich nichts anderes tun als der folgen. Rothirsch, zwei weiblich. Zwei Weibchen, na, ich bin zu weit entfernt von dir. Halben Kilometer. Das würde zu lange dauern, ich verfolge meinen leider. Drei Weibchen und ein Hirsch. Ja. Sehr schön. Liegt er? Komm das weg. Na dann heißt so. Mal sehen, ob ich ihn überhaupt erwischt habe. Ich
Genau da, das war ist eine ganze Gruppe gewesen. Nee, ein Männchen, drei Weibchen. Ja, ich habe hier drei Weibchen nur. Bei den männlichen sehe ich jetzt noch nichts. Ah. Drei Weibchen. So, jetzt gucken wir mal, wo ich sie gesehen habe. Bei den Bäumen. Ich glaube, das war daneben. Ich jetzt genau wüsste, wo ich. Zwei Rothirsche. Weiblich. Das mit der Armbrust. Schön. Körper, dritter Halswirbel, Schulterblatt. Ah. Auf das sie geschossen, aber ich hab's scheinbar verfehlt. Die haben ein Reh. Weiblich. mit der Armbrust, ja. Schädel, erste Halswirbel, rechte Lunge, Eingeweide. Das Ding hat sich durchgeblüht. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn doch erwischt. Sehr schön. Muss ich ihn nur noch finden. Und wenn ich ihn bloß Körper erwischt habe. Wie schön ist denn das hier abgehauen? Hier war die erste Blutspur. Das ist eine Blutspur. Das ist scheiße. Scheiße ist zu alt. Muss nicht unbedingt sein. Das ist es aber auch nicht. Also nehmen wir die Scheiße. Durch angeschossen. Ach nee, das ist es nicht. Roter ziehend. Auch flüchtend, nicht ziehend. Blutend. Dann laufe ich halt mal ein bisschen weiter. Für mich schon zwei Rehe zu sein.
Okay, wir kommen der Sache schon näher. Die Weibchen folgen den Männchen ja nicht direkt. Okay. Bisher noch nicht mitbekommen oder erlebt. Das Vieh nicht finde. Jetzt wird er mega mit Doc. Dann steht der Sack plötzlich wieder in der Freundesliste. Das ist das Negative, ja. Das ist das Negative, ja. Gut, da folge ich jetzt einfach mal der Spur. Mach dir am besten dort einen Punkt, wo du die letzte Spur hattest, damit du sie wiederfindest. Ich verfolge sie, nee, ich habe sie nicht über ins Dings übernommen. Sondern ich verfolge sie so. Geht ja. Halt. Das wird wohl darauf hinauslaufen, dass er meckert. Suchen Scheiße. weiter. Nicht gleich aufgeben, musst suchen. Musst du suchen, nicht gleich sofort aufgeben. Irgendwo schon die Spur sein. Ich habe weibliches Ro ein Rotheuer-Schweibchen jetzt gerade noch abhauen sehen. Aber das Männchen haben. Männchen habe ich angeschossen. Aber nur eine einzige Spur von dem. Die Bluten, beziehungsweise ja, nur eine Spur, die blutend ist, aber keine, die flüchtend oder sowas ist. Okay. Das Vieh liegt nicht dort. Ich weiß, dass es liegt vielleicht daran, als ich einen zweiten Schuss absetzen wollte, noch mal auf das Vieh, ist das Vieh einfach verschwunden. Tiere können nicht so unbedingt schnell verschwinden. Es ging einfach. Ich habe ihn im Visier gehabt, wollte gerade über das so Hügel und plötzlich war er weg. Wollte gerade abgreifen, abdrücken und ja, wo ist er denn hin? Ja, abdrücken. Das klingt schon ein bisschen komisch. Jetzt habe ich ihn. Ander mit ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das war Reh Nummer 1. So, jetzt hören wir mal auf zu rennen. Ja, vielleicht besser. Und da hast du einen Fehler entdeckt. Normal laufen. Und da liegt er. Na, siehst du. Mal gucken, was ich erwischt habe. Nein! Verbindung zum Spielserver verloren. Kurz Los nicht. Geduld. Oh, ich bin drin. Ah, seh dich. Gut. Körper, Schädel, Ersatzwirbel, Wirbelsäule vorne, Wirbelsäule Mitte, Eingeweide. Das war ein Weibchen, was ich erwischt habe. Okay. Linkes Hinterbein, Eingeweide. 171 Meter 1.
glaube, mehr habe ich nicht verletzt. Ich wollte aber den Hirsch haben, nicht das Reh. Ja, die Hirschdame. Also wie sich das alles schimpft, keine Ahnung, ist mir egal. Aber wenigstens habe ich zweimal Level Up für Rot. Sehr schön. So. Aber da wir aber noch nicht zufrieden sind, verfolgen wir die anderen Spuren noch. Aber hier, wenn du einen Bogen verwendet hast, also hier nicht einen Bogen, ja. Armbrust, sind die nicht abgehauen? Armbrust ist genauso leise wie der Bogen. Ja, aber ich habe schon einen Bogen abgefeuert und die hier ringsrum sind in alle Richtungen weg auseinandergestorben. Dann war es zu nah gewesen. Ja, sagen wir es mal so. War oben auf einen ihren Lodgers Point auf dem Aussichtspunkt, hier auf dem, du weißt schon. Ja. Und dann schön gerade runtergeballert. Dann ist er daneben. Ach, Mann. Mal schauen, ob ich getroffen habe. User joined your channel. User joined the channel. Peggy! Na? Flüchtend. Abend. Jetzt hier in eine andere Richtung. Nehme ich an, wird das Weibchen sein. Anscheinend habe ich es nicht erwischt. Rothirsche ziehen. Okay. So, hier muss irgendwo ein Rothirsch sein.
er eben keins. Egal. Schnelltransport durchgeführt. Oh. Wohin denn? Ach da, weiß ich. Aber welche Rehe hier? Direkt auf dem Hügel, du willst mich doch mal scheißern, oder? Dann würde ich die Spuren machen.
keine Ahnung, wo die jetzt herkommen hier. Ich habe glaube zwei Rehe am Hals. Ja, genau da, wo der Punkt ist, dort kommen die Rehe her. Zwei Stück, nur wie gesagt, ich sehe sie noch nicht. Ich hab's gerufen, hast du es auch gerufen? Ja, ja. Jetzt wird sich's wohl zerreißen. Das gibt ein hässliches Bild. Ist die Frage, wo kommt's her? Das ist eine gute Frage. Weil du bist zwar noch 50 Meter entfernt. Ja, ich bin auf der anderen Seite des Flusses. Ah, das ist ein neues. Ich habe ja zwei Stück. Mhm. Aus derselben Position? Mhm. Nein, nicht ganz. Eins war, war da hinten. Na mal schauen. Oder aber. Ist nach da hinten gezogen, das kann natürlich auch sein. Das werde ich dann gleich sagen. Was werden sehen, wenn zwei bei dir sind. Mhm. User joined your channel. Wir grüßen. Es kommt auf mich zu. So. Die Rehe sind ziemlich gut getarnt. Immer. Ich würde mir zu gerne mal einen Albino jagen, ey. Da legen, das ist ein scheiß Ding. Das Problem ist, die scheiß Dinge sind bloß 2%iger Chance, dass man eins sieht. Siehst du es schon? Nein, noch nicht. Ich lock's noch immer. Also weit weg dürfte es nicht. User sein. Left your channel. Oh Mann, nee. Müsste man im TS mal einen Raum reinmachen, wo drauf steht Let's Play, und der darf mal nicht gelöscht werden. Ich kotze das an. Bleibt's denn? Keine Ahnung. Eigentlich müsste es mir gleich richtig schön entgegenkommen. Was lässt sich irgendwie feiern? So, einmal Ruf ist jetzt nochmal, danach gucke ich nach.
endlich, da kommst du schon. Ist es? Yep. Weiblich, grau. Kratzt sich gerade am Ohr. 20 bis 30 Kilo schwer. Na dann, weit man sei. Wenn es auf mich zukommt, ja. Aber von dem zweiten sehe ich noch nichts. Was kommt jetzt auf mich zu? Scheiße, hat mich gesehen. War schon das zweite irgendwo? Keine Ahnung. Nee. Dezient beim Turm. Also das Tier müsste theoretisch jetzt dir entgegenkommen. Tu es mal lock. Jo. Sehr schön. Seht ihr Leute, sowas nennt man zum Beispiel Treibjagd. User left your channel. Der nächste raus. Wer war's? Keine Ahnung. Nee, ich werde mal den Raum erstellen. Und dann sind wir. Ich glaub's nicht. Hm? Headshot! Ich lauf so die Wiese entlang und plötzlich spähe ich bei mir ein Reh vorbei. Bin durchs Auge. Hinterkopf. Ah, scheiße. Schnapp dir das Vieh mal. Ich hab nämlich hier eine... Ah, das ging Kopf hinten rein und ist von am Auge wieder rausgekommen. Oh. Alter, scheiße. Schädel. Ist das ekelhaft. Das war schön, das eine Reh kam direkt auf mich zu. Mhm, das war cool. Nennt man ja auch Treibjagd. Mhm. Ich hab's bis jetzt einmal erlebt, da war ich mal mit auf einem Server drauf gewesen, wo ich kein Premium hatte. Acht Mann Treibjagd gemacht auf Lodgers Point. Mhm. Da haben sich die Leute so richtig schön ausgebreitet. Und irgendwann war, ich sag, wir haben im Norden angefangen, haben dann so eine Art wie eine Kurve dann gemacht und haben dann die Tiere runter im Süden gelockt. Alter, das Gemetzel. Heftig. Da war dann alles unten. Wildschweine, Reh, Wildschweine, Maultierhirsche, Weißwildhirsche. Krass. Schwarzwildhirsche müssten aber auch dabei sein. Nee, gewesen. Nee, auf Lodgers Points gibt's keine Schwarzwildhirsche. Da haben sie es geändert. Früher gab's welche. Nee, gab's noch nie. Doch. Nein. Aber selbst schon, naja, geschossen nicht, aber ich hab's doch selbst schon gespottet dort. Schwarzwildhirsche gab's noch nie auf Lodgers Point. Nur Weiß und Maul. Egal. Tust du gerade rennen? Hm? Tust du gerade rennen? Nein, ich renne nicht. Okay.
steh und lauf normal. Na, dann warte ich da mal auf dich hier. Versahen. Dreck schon versahen, wenn du nicht. Ich habe zwei Gewehre dabei. Mein Lieblingsgewehr und das erste. Hey, was? Ach. Ach, du bist auf dem Hochsitz. Ja, liebe User-Gemeinde, ich denke mal 10, 15 Minuten werde ich noch machen. Ich denke mal, das reicht schon für die letzte Folge. Oh. Rotfuchs ziehen. Gibt's nichts. Da die Folge so heute vorbei ist, machen wir das in den nächsten wahrscheinlich. Mal gucken. Vier Abschüsse, 6 Abschüsse und 2 Abschüsse. Naja, wir waren zuvor aber noch ein paar. An deine 11 komme ich trotzdem nicht rein. Weil das eine Mal doch rausgeflogen. Ja, ich kann den Server ja laufen lassen, du gehst nur ein bisschen Gänse jagen. Nö. Zu regnen, ey, ich glaub's nicht. Wie gesagt, ich hab das sowieso keine Caller. Die kommen auch manchmal von alleine runter. Dreckiger Fasan. Fasan. Vor 6. Hm. Also eine beschissene Zeit erwischt. Ich finde mal klar, dass man keine Rotfische mehr. Regen hört auf. Yeah. Bestellen sieht immer so aus, als wenn da Vieh wäre, aber es ist es nicht. Nee. Sonne 705. 5 bestätigte Abschüsse. Sagen, wie ich drauf bin, Wetter. Schon mal, ob man noch eine Sau sehen, das wäre alles okay. Rotisch. Oh. Sechs Fasane, die sind hier immer auf der Seite. Im Fluss auf der anderen Seite gibt es übrigens keine, die nerven da nicht. Nichts. Hier unten ist es. Was?
Dann ist eine Spur. Rote Spur. Mal schauen. Fasan. Ah, der läuft da drüben. Die zwei Steine dort sind. Hm? Der läuft da drüben, mit die zwei Steine dort sind. Ich habe eh nichts. Womit ich ihn abschießen darf. Du kannst schon abschießen, also danach ist das Ding hier am Us. Auch mit der 243er, soweit ich weiß. Yep. Nichts. Doch, eine Gans. Siehst du? Hat der einen Punkt hingesetzt, wo die ist? Kannst du ja mal sichten, versuchen. Ah, ich sehe sie. So, dann sichten wir sie mal. Was was anderes fern, das geht dafür nicht. Was mit der Waffe? Ja, bin gerade dabei. Muss ich mich auch hinlegen. Ich jetzt so schön den Arschloch verpassen. Zweites ein Hochgeschwindigkeitszäppchen. Ja. Aber ich krieg's nicht gesichtet. Ich bin hier rein. Oh, bitte. Das lasse ich mir natürlich nicht hingehen. Die Gans. Nö, diesen dreckigen Fasan. Geht dann bloß auf den Sack. Gucken, wo habe ich ihn getroffen? Autsch. Willst du es sehen? Wäre nicht verkehrt, ja. Du musst es dir angucken. Kommst hergekrochen. Also hierher gehocke gelaufen. Achso, ja, deine Schüsse sehe ich doch sowieso nicht. Also, naja, auf jeden Fall, ja, warte, ich schick's dir per WhatsApp. Jo. Mensch, du scheiß Gans, hau nicht ab. Kann ich die eigentlich mit der 243er umnieten? Nein. Zu großes Kaliber. Na, mit der ersten. Mit dem ersten Gewehr, womit du hier ins Spiel reingeschmissen wirst. Nee, geht nicht. Meine Fresse. Das 24 Meter. So weit kommt mir das gar nicht vor. Was 24 Meter, das kam mir gar nicht so vor. Du müsstest das Bild empfangen haben. Ganz. Also von hier krieg ich es anvisiert. 6,2 Gewicht. Bis ja, 8, du hast ja schon mal eine Gans anvisiert. Naja, jetzt. So, ich habe nichts, womit ich es abschießen kann. Ja, alles, Feuer frei. Der Hinste. So bestimmt was. Nee, mit der Waffe, die ich habe, nicht, nee. Das Ding ist ja nicht mehr erkennbar.
mit der halt lieber 243 oder 3009. 308 ist es nicht machbar. Nee, mit der Einschütze hier auch nicht. Was hm? Mit der Einschütze aber auch nicht. Das sag ich doch. Wenn das eine nächste. Es sind zwei Gänse drauf. Wenn ich das richtig gucke. Jetzt fliegt sie weg. Gute Reise, mach es gut. So, dann gucken wir mal, was du mir hier geschickt hast. Gar nicht. Noch nicht angekommen. Jetzt ist es. Jetzt kommt's. Eisschlagader. Durch den Hals durch. Was entdeckt? Nee, noch nicht. Eigentlich? Nein, noch nicht. Die scheinen gerade jetzt bestimmt im Wald sich verkrochen zu haben, weil wir haben jetzt gerade ja Mittagszeit. Ich esse mittags was. Weiblich. Ja, weil ich schon geguckt habe. Willst du es haben? Siehst du es schon? Ich brauch's bloß anzulocken. Es wird dann hinter diesen zwei Heuballen dahinter kommen. Da positionieren wir uns mal her und du machst den letzten Abschuss und dann können wir das letzte Play beenden. Jo. Musst du mal gucken, wie du am besten dich positionieren kannst. Ich sehe es beim Heuballen. Ich lock's an. Ich sehe es. Bis 30 Kilo schwer. Jetzt ist das Vieh auch bloß in einem Heuballen. Weitere Tiere sehe ich nicht. Na dann, weit man's heil, wenn du es kriegst. Auch nur, wenn du 100% sicher bist. Wenn ich warte, dass du ein bisschen näher ran ist. Ich lock's noch einmal. Entfernung sind ca. 90 Meter. Mitte, Visier, Kreuz. Ja. Dämliche Vieh ist auch immer noch hinter diesen Heuballen. Geduld, Geduld. Eier auf zu belegen, komm lieber her.
das nochmal? Oh, ich dachte schon, ist das jetzt bei mir? So, kommt beim Heubein vor. Rechts. Ja, ich seh's. Sitzt du direkt mit die Brust an. Dürfte fallen. Meter, du Vieh. 66 Meter. Geh gerade mal ein Ohr in die Schnauze. Das sehe ich gar nicht mehr von dem Vieh. Einmal noch. Ne, es kommt, es kommt, es kommt. Ist beim Heubein. Ist. Flücht. Nein, es ist gefallen. Hast du auch Schwein gehabt? Das war kein gut platzierter Schuss. Nee. Hat zu sehr gewackelt, dieses Ding. Als Leertaster. Ja, sagt hinlegen ist das Beste am Anfang. Hinlegen durft dann halten. So, na dann schauen wir mal. Oh, Halsschuss. Körpertreffer. Sehr schön. Tja, liebe User-Gemeinde und Zauber-Gemeinde, da sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich ein Abo. Das wird uns riesig freuen. Dann, ciao, ciao. Ciao. Ja.